Lohnt sich eigentlich ein JR Rail Pass? Hey Leute, ich bin Anne und wir reden heute über das Thema Zugfahren in Japan, denn das ist ein ziemlich gefragtes Thema. Ich habe schon öfters verschiedene Fragen bekommen, wie teuer eigentlich Zugfahren in Japan ist, wie viel Geld man dafür einplanen muss und vor allen Dingen, ob sich so ein JR Rail Pass lohnt. Der letzte Anschluss, dieses Video hier zu drehen, war dann für mich jemand auf Instagram, der mich gefragt hat, ob sich denn der JR Rail Pass für eine Woche in Tokio lohnt. Was ist der JR Rail Pass überhaupt? Der JR Rail Pass ist ein Zugticket, das ihr als Tourist, wohlgemerkt nur als Tourist, nicht mit Visum, aufgepasst liebe Austauschstudenten, nicht mit Visum bekommen könnt, mit dem ihr wahlweise eine, zwei oder drei Wochen lang in Japan Zug fahren könnt mit allen JR Lines. Also JR steht für Japan Railways und alle Züge, die zur Japan Railway Company, also zu dieser Firma gehören, mit denen könnt ihr dann innerhalb von dem gewählten Zeitraum so viel fahren, wie ihr wollt. Und wir werden jetzt im Laufe des Videos zusammen herausfinden, ob und wann sich dieses JR Rail Pass Ticket denn lohnt. Um das Ganze nicht unnötig mit pauschalen Zahlen aufzubauschen, habe ich gedacht, nehmen wir konkrete Zahlen. Und zwar nehmen wir meinen diesjährigen Japan-Urlaub, bei dem ich 9 Tage lang in Tokio war. Das nehmen wir jetzt einfach repräsentativ für die eine Woche in Tokio. Ich werde gleich die einzelnen Tage durchrattern und euch nennen, welche Fahrten ich an diesem Tag gemacht habe. Dabei werde ich nur die runden Yen-Preise nennen. Das sind die Preise, die ihr auch bezahlen würdet, wenn ihr ein Ticket am Automaten zieht. Ich werde dazu noch die Preise einblenden, die ihr bezahlen würdet, wenn ihr eine IC-Card wie die Suica oder Pasmo benutzt. Das spart man nämlich pro Fahrt ein paar Yen. Außerdem werde ich dann nochmal Pi mal Daumen den Europreis daneben schreiben mit dem aktuellen Wechselkurs. Zu Tokio und eigentlich auch zu Japan allgemein muss man eine Sache vorher wissen. Und zwar gibt es nicht nur die JR-Züge. In Deutschland ist es ja so, dass eigentlich so gut wie jeder Zug irgendwie zur Deutschen Bahn gehört. Das ist in Japan nicht so. Und vor allen Dingen ist es in Tokio nicht so. In Tokio gibt es die JR-Züge und die Metros. Und dann gibt es noch mal andere Privatunternehmen wie Toei oder Keio, die eben auch noch mal eigene Züge haben, also Zuglinien. Deswegen werde ich zu jeder Fahrt nennen, ob sie komplett, teilweise oder eben gar nicht mit JR-Zügen stattgefunden hat. Und ja, fangen wir einfach an und dann werdet ihr das schon verstehen. Am Tag 1 bin ich von Narita vom Flughafen nach Higashi Nihonbashi gefahren. Das Ganze hat 1290 Yen gekostet und war keine JR-Linie. Am Tag 2 bin ich von Bakudo Yokoyama nach Shinjuku gefahren. Das Ganze hat 220 Yen gekostet und war kein JR-Zug. Das Ganze bin ich dann natürlich auch wieder zurückgefahren. Am Tag 3 bin ich von Bakudo Yokoyama nach Shibuya gefahren. 280 Yen, kein JR-Zug. Die Rücktour fand dann von Omotesando nach Bakudo Yokoyama statt, auch 280 Yen, aber hier war die Hälfte eine JR-Linie. Am Tag 4 bin ich von Bakudo Yokoyama nach Shibuya gefahren. 280 Yen, das hatten wir eben schon, keine JR-Linie. Dann bin ich von Shibuya nach Harajuku gefahren. 140 Yen, JR-Zug. Dann bin ich von Harajuku nach Shinagawa gefahren. 170 Yen, auch ein JR-Zug. Dann bin ich von Shinagawa nach Kanda gefahren. Auch 170 Yen und auch ein JR-Zug. Am Tag 5 bin ich von Kanda nach Ueno gefahren. 140 Yen, JR-Linie und zurück genau das gleiche nochmal. Am Tag 6 bin ich von Higashi Nihonbashi nach Odaiba Kaihin Kōen gefahren. Das Ganze hat 500 Yen gekostet und war keine JR-Linie. Das bin ich am selben Tag auch noch zurückgefahren. Und dann bin ich nochmal von Kodomacho nach Akihabara gefahren. 170 Yen, keine JR-Linie und zurück das gleiche. Am Tag 7 bin ich von Bakudo Yokoyama nochmal nach Shinjuku gefahren. 220 Yen, das hatten wir schon, keine JR-Linie, zurück genau das gleiche. Am Tag 8 bin ich von Bakudo Yokoyama nach Takao Sanguchi gefahren, etwas weiter außerhalb. Das waren 610 Yen und davon waren ungefähr 2/3 JR-Linien. Das Ganze bin ich auch wieder zurückgefahren. Am Tag 9 bin ich von Higashi Nihonbashi nach Ushiage gefahren. 180 Yen, keine JR-Linie, das Ganze bin ich zurückgefahren. Dann bin ich nochmal von Bakudo Yokoyama nach Shibuya gefahren. 280 Yen, wie gesagt, keine JR-Linie und wieder zurück. Das macht insgesamt einen Fahrpreis von 7230 Yen in 9 Tagen. Davon habe ich aber nur 1000
1300 Yen ungefähr für die JR-Züge ausgegeben. Das heißt, die restlichen knapp 6000 Yen sind an die Metro oder andere Zugunternehmen gegangen. Mit dem JR Rail Pass hätte ich nur diese 1300 Yen kostenlos, also mit vorher bezahlt, fahren können. Die anderen Züge hätten zusätzliche Kosten verursacht. An dieser Stelle möchte ich nochmal dazu sagen, dass ich mein Hotel nicht danach ausgesucht habe, dass es in der Nähe einer JR-Linie ist. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man sicherlich einige dieser Fahrten nochmal über die JR-Linien machen können. Jetzt kommen wir aber mal zurück zum JR Rail Pass. Der kostet für eine Woche 245 Euro. Und egal, ob man nun nicht drauf achtet, ob man JR-Linien fährt oder wenn man sogar drauf achtet, das lohnt sich für eine Woche nur in Tokio nicht. Für Tokio kann man umgerechnet so 5 bis 10 Euro pro Tag an Zugfahrkosten einplanen, je nachdem, was man halt an diesem Tag unternehmen möchte. Jetzt aber die Frage, wann lohnt sich der JR Rail Pass dann überhaupt? Das ist ganz einfach, sobald ihr relativ weit wegfahrt. Sobald ihr versucht, Shinkansen zu fahren zum Beispiel, da ist es auch safe die günstigere Variante. Eine Fahrt von Tokio nach Kyoto kostet 14.110 Yen. Hin und zurück habt ihr dann das Ticket vom JR Rail Pass schon direkt wieder raus. Und dann könnt ihr immer noch dazwischen die 7 Tage jeden Zug, der ein JR-Zug ist, kostenlos fahren. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn ihr also nur eine Woche in Tokio seid, lohnt sich der JR Rail Pass durch und durch einfach nicht. Was sich dann aber lohnt, ist so eine IC-Karte. Das hier ist jetzt eine Suica-Karte mit dem Suica-Pinguin drauf. Yay! Zu dieser Karte kann ich gerne nochmal ein kleines Extra-Video machen, wo ich euch erkläre, wie sie funktioniert und was sie so alles kann. Jetzt nochmal für alle Austauschstudenten. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, wenn ihr ein Visum habt, könnt ihr den JR Rail Pass nicht nutzen. Nur bei dem Touristenvisum, also beim ganz normalen Einreisen in das Land, bei dem man nicht länger als 90 Tage im Land ist, darf man den JR Rail Pass bekommen. Es gibt von JR noch viele verschiedene andere Pässe, zum Beispiel einen JR East Pass, einen JR West Pass, bla bla bla. Aber auch dort ist es sehr begrenzt bei den Möglichkeiten, die man als Austauschstudent hat. Was ich euch aber empfehlen kann, wenn ihr ein Austauschstudent in der Region Tokio seid und mal aus Tokio rausfahren wollt und was sehen wollt, dann empfehle ich den JR Tokyo White Pass. Der kostet für 3 Tage 10.000 Yen. Wenn man eine Shinkansen-Fahrt irgendwohin in diesem Gebiet damit macht, dann lohnt sich das eigentlich schon ziemlich. Nur eine Alternative, falls ihr jetzt Studenten seid in Japan und denkt so, oh, die Welt ist so gemein. Es gibt ein paar Möglichkeiten, auf die ihr zurückgreifen könnt. So, jetzt bin ich aber durch mit dem Thema Zugfahren und mit dem JR Rail Pass. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Lasst es mich wissen. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle ciao und bis zum nächsten Video. Ach so, und danke fürs Zuschauen.